Hallo. Hi. Wie heißt du? Wo kommst du her? Was machst du heute hier und was willst du vor allem heute hier? Willst du diesen Zettel gewinnen? Unbedingt. Ich bin Ruby, 24 Jahre alt, komme aus Berlin. Ich bin heute in Begleitung von meiner Zwillingsschwester. Also eine Zwillingsschwester? Ja, genau. Wie sieht die denn aus? Genau wie ich. Wie heißt die denn? Dana, sie heißt Dana. 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 Kann die auch singen, sag mal, oder? Ja, aber ohne Vibrato. Okay. Ohne wen? Vibrato. Mit. Aber den muss man ja nicht unbedingt haben. Muss man nicht unbedingt. Wo ist sie denn? Okay, nochmal von vorne. Ein Zwilling kommt selten allein. Damit also Bühne frei jetzt auch für Dana. Ach du Horror. Die sieht ja völlig gleich aus. Krass. Das ist Ruby und das ist Dana. Hoffentlich stimmt das so. Zum Casting kommt aber nur Ruby. Also ich finde, eine Zwillingsschwester zu haben, ist was ganz Besonderes. Das erlebt nicht jeder und ich finde, es ist das Beste, was mir passieren konnte. Es bedeutet mir sehr viel, dass sie auch heute dabei ist, weil wir auch alles miteinander erleben und teilen. Und auch dieses besondere Erlebnis möchte ich mit dir gerne teilen. Und was führt dich zu uns? Also der SDS hatte ich schon öfters mal gesehen und dachte mir, da muss ich auch mal hin. Also ich bin zwar auch aufgeregt, aber ja, für mich sind auch irgendwie gewachsen, endlich. Kannst du auch singen? Ich singe auch, aber sie singt besser und deswegen steht sie hier. Ja, okay, ja. Dann hören wir uns das mal an. Was singst du für uns? Also ich habe dabei Run von Luna Lewis. Yeah. Colorblind von Amber Riley. Nee, Run. Okay. Dana, warte du so lange mal am Blumentopf. Nein, nicht dahinter, schon davor. Oder magst du lieber da drüben stehen? Ach, such dir einfach was aus. Muss sie da so. Mensch, die steht da, lass das arme Mädel doch da irgendwo sitzen, Mensch. Komm her, setz du dich hier hin. Ich stehe gerne ein bisschen. Der liebe Dieter. Du darfst jetzt mitentscheiden. Ja, du darfst mitentscheiden, wie deine Schwester ist. Jetzt haben wir eine Fünfer-Jury. Guck mal, das ist ja geil. So, Ruby, jetzt sind alle Augen und Ohren bei dir. Ist sie gut? And I can barely look at you. Every single time I do. Dann lass mich da wieder auf meinen Stuhl. Ich muss dir ehrlich gestehen, ich mag die Stimme nicht so. Ich mag halt dieses Feine, nur Feine nicht. Weil irgendwann wird es ein bisschen so quietschig und ich finde, du lässt deine Stimme nicht frei, die muss erstmal frei werden, dass auch diese tiefen Tonlagen rauskommen, dass es ein bisschen rauchiger wird. Also es ist jetzt nicht so, dass du ein rauchiger Typ bist und voll, aber dieses Zwischendurch ein bisschen locker lassen, das fehlt mir. Von der Stimme her ist es nicht so das, was ich halt persönlich mag. Ja, es ist auf jeden Fall sehr süß. Und ich finde, ich halte mich auch kurz, ich finde, süße Stimmen hatten wir noch nicht hier, deswegen würde ich dir eine Chance geben. Danke. Ihr
ihr seid zwei ganz hübsche und man spürt, ihr seid seelenverwandt, ihr seid eins. Und ich glaube auch, dass ihr eins gemeinsam habt, das ist diese Schüchternheit, diese Zurückhaltung. Und ich wünschte euch so beiden noch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Aber ob es reicht, so wirklich einen Raum zu füllen, eine Deutschland sucht einen Superstar Bühne zu füllen, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie für. Gerade jetzt, heute. Da ich die Konkurrenz kenne. Glaube ich einfach, dass du da völlig untergehst. Und deshalb muss ich dir leider Nein geben. Beatrice? Nein. Jordana? Nein. Ja. Aber ein Ja reicht leider nicht, dreimal Nein. Aber vielen Dank, dass ihr beiden hier mitgemacht habt, ja? Danke, Anna. Danke euch. Danke. Tschüss.